Wenn er sehr, sehr gut findet, hat, hast du gesagt, er wird nicht schockierend für Wink, den drastischen Wiener. Dann könnte der Seaspiracy heißen, der kann auf YouTube schauen. Das ist ein Album, 60 ist einfach gut aufgeklärt, schon 16-minütigen Dunkelfilm. Und der Cowspiracy, der hat 16, noch eineinhalb Stunden schon 6. Sehr gute Fakten, wenn er nicht gesehen hat. We will see the sun and fly. Tidal waves washing all the world away. Today, everything we thought will change. 5,4 kommt der Brand, sind rund etwa 6. Nur etwa 6 Milliarden Menschen haben mehr oder weniger genug zu essen. Wir gehören zu den reichsten 2-3% auf der Welt. Wir züchten also 70 Milliarden Tiere pro Jahr. 70 Milliarden. Wenn ich mir die Zahl vorstelle, 70 in 9 Nullen. Und auf der anderen Seite haben wir Kinder, die verhungern und nicht mal genug Trinkwasser haben. Wenn man dann weiss, dass in einem Kilo Rindfleisch 15.000 Liter Wasser drinstecken, ist das einfach der Wahnsinn. Können wir eins glauben, ein Dobby, der den Schlachthof bildet, sein, läuft ins Wasser im Mund zusammen. Der kommt nicht dort und sagt, oh, nein, hoffentlich ist es gleich wie beim Zahnarzt. Oder? Der läuft, der kommt dort und sagt, scheisse, Mittagessen. Alle müssen einbüffen. Aber bei uns ist es ganz anders und darum auch die Schulausflüge, die ihr macht. Wer von euch hat einen Schulausflug schon mal gemacht, mit dem Bauernhof zum Tier jagen? Schon mal gemacht? Oder einen Schulausflug im Zoo. Schon mit der Schule im Zoo gewesen? Ja. Cool. Wie oft sind wir mit dem Schulausflug schon im Schlachthof gewesen? Nein. Aber nicht auf dem Schlachthof. Das ist etwas falsch verstanden. Und ich kann euch auch sagen, ein Schlachthof findet ganz bewusst in einer ganz dicken Mauer, ganz geschlossen, ganz weit weg statt. Weil wenn Glas, es gibt einen guten Spruch, wenn Schlachthöhe Glaswände hätten, wären sehr viel mehr Leute vegan und vegetarisch. Das gleiche gegenüber dem Tier. Wenn wir irgendwo am Straßenrand ein verletztes Tier sehen, oder wir durch den Wald spazieren, oder irgendwo vielleicht an einem Fluss eine verletzte Ente mit einem gebrochenen Flügel, haben wir in der Regel Mitgefühl. Das ist die Stärke von uns. Wir haben Mitgefühl und denken, oh, das arme Tier, das leidet. In der Regel wollen wir helfen, wenn das Tier irgendwie mit einer Decke einpacken oder in eine Schachtel und zum Tierarzt bringen, sind wir da. Die Hemmschwelle, die wir als Schlachter brechen. Du hast ein Tier, dir ist als Kind beigebracht worden, das wird eigentlich abtrainiert von unserer Gesellschaft. Die werden komplett abtrainiert. Wenn wir in Kinski gehen, ich habe drei Kinder, und wenn die in Kinski gehen, was lernt ihr in Kinski? Lässige Lieder über die Säule. Oder lässige Lieder über Kälber und Geissli und dann schöne Sachen malen. Und wenn es ein Theater gibt, wir waren am Samstag im Theater, es hat ein Brunch gegeben bei uns in Kinski, haben sich die kleinen Kinder auch noch als Säule verkleidet und die Säule haben mit den Bauern geredet und das wird uns beigebracht. Oder? Und die Kinder wachsen auf und alle die lässigen Bücher, die wir schon als Kind haben, sind überall Tiere drin. Eine ganz schöne, spezielle Zeit zu Tieren. Und das wird uns abtrainiert mit den Jahren, abgestumpft und wir verlieren eigentlich komplett Verbindung zu den Tieren. Salut zusammen, wir sind heute in Allschwil bei der Stiftung Kind und Tier und haben heute hier etwas Interessantes erlebt, nachdem wir schon am Morgen einen Vortrag halten durften bei einer Schulklasse, respektive es ist eine Projektwoche, wo die Schulklassen aus der ersten bis zur dritten Oberstufe sich zum Thema vegan informiert haben. Ich durfte einen dreistündigen Vortrag halten und wir hatten nachher eine grosse Austauschrunde gehabt, Fragen sind gestellt worden und jetzt, wie gesagt, sind wir hier auf dem Lebenshof von der Stiftung und ja, könnt euch mal schauen, was da alles läuft. Kommt mit.
Der Strahlengeist, der Flint, der hat den Bruch ins Bein gehabt, einen mehrfachen Splitterbruch und den Schlag vom Ross. Und ist dann auch von der Supergiraffe in Zürich operiert worden. So, das ist der Alexander Stäbler. Er ist der Lehrer von dieser Projektgruppe zum Thema Veganismus. Er ist auf mich zugekommen, hat mich eingeladen, heute einen Vortrag zu halten. Und jetzt kommt das ernüchternde Feedback. wie hast du es gefunden heute? Ja, super. Also ich bin überrascht von der Betroffenheit der Schüler, von der Ruhe. Und man sieht es ihnen irgendwie in den Augen an, dass es etwas macht, wie es schafft, etwas, auch wenn jetzt noch nicht so viel Konkretes rauskommt. Mhm. Aber ich bin überzeugt, es wirkt. Ja. Es wirkt, das was macht. Ja, sie sind ja zum Teil ein bisschen still, manchmal noch ein bisschen zurückhaltend mit den Feedbacks, oder? Genau, ja. Wie hast du die Veränderung gemerkt vom gestrigen Tag auf heute? Gestern haben sie davon den Dokumentationsfilm «Veganismus, der Film» geschaut. Ja, gestern hat vor allem Erschlagenheit ist so dominierend gewesen, eine Mischung zwischen, bei den einen ist es emotionale Ergriffenheit und Erschlagenheit gewesen, bei den anderen ist es dann eher in Richtung Überspielen gegangen, so dass man ja, so ein bisschen theaterlet hat im Sinn von, ja, gut und recht, aber ich mache so weiter wie bisher, aber ich denke, das hat sich heute ein bisschen verändern. Also die Diskrepanz merke ich jetzt nicht mehr. Ich denke, die Auseinandersetzung ist jetzt ernsthaft, das hat sich gesetzt, hat sich vertieft. Mhm. Und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Sehen wir es morgen nochmal. Manchmal ist es noch gut, man hört, man sagt immer, im eigenen Land ist der eigene Botschafter nichts wert, manchmal, oder? Das ist genau der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Das ist genau der Grund, warum wir sie den Tom geholt haben. Und den Ricky, ja. Genau. Also, wir sind natürlich froh, dass wir hier vorbeikommen dürfen. Danke vielmals für die Gelegenheit. Ja, danke für den Besuch hier. Ja. Und es war wirklich toll gewesen. Der Vortrag ist sehr zu empfehlen. Also, ich denke, du bist auch bereit, das weiterhin zu machen, oder? Ja, sicher. Okay. Einfach auf uns zukommen, wenn ihr Interesse habt. Super. Gut. So, also stellt euch doch am besten ganz kurz mit dem Vornamen vor. Juri. Juri. Ich bin der Max. Ich bin der Thomas. Janik. Tipptopp. Also die vier jungen Männer sind heute Morgen an meinem Vortrag gewesen und ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, um kurz das Feedback abholen, wie sie es gefunden haben und ja, ob sie irgendwelche bleibenden Sachen haben, die sie gerne mitnehmen würden, ihr weiteres Leben aus dem Vortrag raus. Ja, der Vortrag war sehr gut gewesen und ich habe viele neue Sachen erfahren. Zum Beispiel eben, was für lange Leidensweg Tiere haben und ich habe vor allem daraus gelernt, eben, dass ich weniger Fleisch essen soll. Vor allem. Und, ja. Ich habe den Aspekt vom Klima am spannendsten gefunden. Also was mir sehr eindrücklich war, ist, dass zum einen dass Milch ziemlich schädlich für unseren Körper ist und dass man eigentlich sollte im Erwachsenenalter kein Babyfutter essen sollte. Das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben. Sehr schön. Ja, also auch ich habe den Vortrag super gefunden. Ich konnte meinen Horizont erweitern. Super vorgestellt. Finde ich ganz toll, wenn Leute so etwas machen. Super. Also ich kann von meiner Seite auch euch ganz herzlich Dankeschön sagen, dass ihr so offen sind, zugelassen haben, so aufmerksam sind und auch vielen herzlichen Dank für euer ehrliches und konstruktives Feedback. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich finde es sehr gut, dass man bei den Kindern, also bei den Jüngeren, schon ansetzt, dass man schaut,
was eben nicht so gut läuft in der Ernährung. Ja, und ich habe es sehr interessant gefunden, weil so Informationen sieht man nicht im täglichen Leben. Ja. Und das ist schon sehr eindrücklich. Festgestellt haben, also wo ich geswitcht habe, ja. Etwa nach 3 Monaten würde ich sagen. Ja. Ist es wie so, hast du angefangen, Verbindung zu den Tieren wiederherzustellen. Mhm. Du siehst es einfach anders, du schaust die Tiere anders an, du hast auch das Gefühl, sie nehmen dich anders wahr. Es ist eben plötzlich es ist da. Einseitig. Es ist plötzlich da, was vorher nicht da war, wie die Existenz war. Ja, absolut. Okay. Macht's gut. Lebt nach euren eigenen Gedanken. Tönt gut beobachten. Lasst euch keine Bären aufbinden von Erwachsenen, die Geschäfte machen mit euch Geld. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Merci vielmals. Wir sind hier bei der Stiftung Mensch und Tier und in der Ethikschule Kind und Tier. Und führen hier auch den Ethikhof für Tiere in Not. Das sind die beiden Projekte. Und du bist Christine? Christine Rüedi, ja. Christine Rüedi, du bist Leiterin von dem Hof? Ja, ich habe das auch gegründet. Gründerin und Leiterin. Mein Herzensprojekt ist das. Ja. Merkt man auch. Also, Christine hat uns heute da durch den Tag geleitet, durch den Nachmittag geleitet, hat ganz lässige Fragen gestellt an Kinder. Wir haben etwas mit Hunden dürfen erleben. Wir haben etwas mit einem jungen Schäfer dürfen erleben, den wir bei euch aufziehen. Mhm. Und du bist schon seit, wahrscheinlich seit Geburt, bist du Vegetarierin? Ich habe nie Fleisch gegessen. Nie Fleisch gegessen, ganzes Leben, lebt immer noch. 70-jährig und die Frau sprüht vor Energie. Danke. Also ich bin richtig beeindruckt von dir. Die ist da vor mir, jetzt steigen drauf. Kopst wie ein junges Reli, kann man so schön sagen. Da kommt für etwas Herzliches hin. Da ist einmal ein Bub und an der Strecke gewesen. Und wenn ich die Strecke nachgegangen bin, benutze ich das immer so ein bisschen zum zu den Rücken entlasten. Dann mache ich rechts und links so ein bisschen heben, so. Und dann steht unten ein Bub sprachlos, schaut mich an und sagt, so alt und so schnell. Ja. Ja. Also, das war wirklich beeindruckend. Merci. Und du bist jetzt auf dem Hof tätig, gell? Ja. Was ist deine genaue Aufgabe, Praktikantin? Ja. Und was musst du genau machen da? Oder was machst du da genau? Auf die Tiere kümmern, schauen, dass sie genug gegessen haben, dass sie wohl fühlen. Gut, genau. Wunderbar. Und wie lange gibt es jetzt da die Stiftung schon? Das gibt es 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Das Jubiläum und schon wir gehabt. Haben rund 22'000 Kinder hier jeweils 4 Tage gehabt, zum wunderbar. Lernen. Gut. Ja, die haben etwas wahrscheinlich können. Ja. Sehr schön. Ja. Und manchmal werde ich von Burschen in dem Alter, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, angesprochen unterwegs. Und die fragen sie nach einem Tier und wie geht es um Muski. Und dann sage ich, wow, du fragst nach einem Muski. Und erzähl, ja, yeah, sie sind mit dem Kindergarten da gesehen. Das ist dann aber schon schön, wenn Jahre danach so ein Feedback kommt. Du siehst, das ist eine Herzensgeschichte gewesen, die hier stattgefunden hat. Und das machen wir ja auch speziell gerade für das, dass die Kinder eine Herzensbildung bekommen, wo alles, was sie später erleben, erfahren, leider auch sehen, an schrecklichem Tiertransport, Schlachtereien, all die Verbrechen, dass sie das nachher können an dem eigenen Herzensbild spiegeln. Mhm. Und dann können sie entscheiden, wie tue ich mich selber jetzt hier darin bewegen, was will ich eigentlich. Und wir tun nichts. Wir sagen nicht, der Kind, du musst das machen, du musst so leben, vegetarisch oder vegan. Nein, das Kind muss selber den Weg finden, wo es für ihn stimmt. Ja. Ja. Und für mich ist ein Mensch auch nicht mehr wert oder weniger wert, ob er Fleisch isst oder nicht Fleisch isst. Meine Freunde essen die meisten Fleisch. Sondern wichtig ist für mich einfach, dass es jemand ist, der eigentlich ein Herzensmensch ist und bereit ist, vielleicht das auch ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Ja. Gut. Also für mich war es eine grosse Bereicherung, dich kennenzulernen. Für mich auch. Ja. Danke vielmal für die Führung und alles. Und wer noch nicht da war und möchte hierher kommen, wie meldet er sich? Einfach per E-Mail bei dir? Ja, info@stiftungmenschundtier.ch.
wunderbar. Also, und was vielleicht noch zu erwähnen ist, wir haben jetzt noch einen Hof in Frankreich können neu übernehmen. Und viele Tiere von auswärts sind jetzt auf dem Hof. Also wir haben noch Pferde, wir haben noch weitere Pony, wir haben Schaf. Und wir werden im Juni den Hof eröffnen. Und das kann man dann auch auf unserer Homepage sehen, wenn das ist. Und, ja, ist das der Hof Oskar? Das ist Oskars Home. Oskars Home. Ja, das ist die Zukunft von unserem Projekt, die grosse Weiterentwicklung, die kommt. Super. Ja. Also, wenn ihr euch auch bereichern und euch auch inspirieren lassen wollt, dann meldet euch, kommt hierher, schaut euch das Ganze an. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dir nochmal, euch beiden, danke vielmals. Besser wie immer. Danke super vielmals, gell? Danke. Ciao zusammen. Ciao zusammen, das war ich mit Tricks und Gags aus Basel. Aus Basel. Aus Basel. Jetzt auf dem Heimweg. Wir haben einen super coolen Tag gehabt mit dem Alexander Stäbler und den Kindern, die bei einer Projektwoche haben zum Thema vegetarisch und vegan. Und ja, das Fazit, willst du etwas dazu sagen? Ja, es war toll. Aufmerksame junge Menschen, die zugehört haben, die vieles gehört haben, was sie wahrscheinlich so in dieser Variante noch nie gehört haben in ihrem Leben. Und mal ein Sämli gepflanzt und mal schauen, was jetzt da in den nächsten paar Jahren bei denen im Kopf noch entsteht. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wenn man etwas verändern will, dass man bei den jungen Menschen ansetzen muss. Die sind einfach noch flexibel im Kopf, die sind noch nicht festgefahren und die dürfen auch noch ein bisschen rebellisch sein gegenüber den Eltern und dürfen auch mal ein bisschen etwas mehr verlangen an Veränderung, weil es ist ihre Zukunft. So sehe ich das. Jawohl. Super. Ja, und auch das Fazit von mir. Ich habe es mega lässig gefunden, dafür dabei zu sein. Am Anfang war die Klasse noch ein bisschen schüch und zurückhaltend, also die Gruppe von Jugendlichen. Und dann hat sich das immer ein bisschen mehr geleitet, sind immer ein bisschen mehr aus sich rausgekommen. Und ich denke, da ist wirklich ein gutes Sämli gepflanzt worden. Es sind mega spannende Fragen auch gestellt worden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentieren, was euch gefallen hat, ob ihr vielleicht noch Ideen habt für nächste Videos. Und ganz wichtig, teilt es mit euren Kollegen und helft uns, die Welt zu reformisieren. Genau, let's reform the world to a better place. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.